Und jetzt versuchen wir es nochmal, gehen nach Berlin zum Tag der Industrie in Berlin, wo BDI-Präsident Russwurm jetzt eine Rede hält. Mit großer Freude erst einmal BDI-Chef Professor Russwurm ankündigen und zu mir auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen noch einmal. So. Und wir sind jetzt ganz gespannt auf Ihre Rede. Ja, in der Tat, lieber Bundeskanzler, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Dina. Exzellenzen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Tag der Industrie. Ich freue mich sehr, Sie endlich wieder persönlich hier begrüßen zu dürfen. Zuversicht durchzustarten, das war die Stimmungslage Anfang des Jahres. Die Pandemie schien im Griff, der Suezkanal war wieder befahrbar. Die neue Regierung in Aufbruchsstimmung motiviert, unser Land erfolgreich in eine klimaneutrale Zukunft zu führen. Dieses Ziel bleibt, aber die Prioritäten haben sich geändert. Am 24. Februar hat uns eine neue, bis dahin fast undenkbare Krise getroffen. Und erneut wissen wir nicht, wie lange diese Krise uns bedrohen wird. Herr Bundeskanzler, Sie haben von einer Zeitenwende gesprochen am 27. Und das gilt auch für die Unternehmen. Umso wichtiger ist es, dass wir über die Perspektiven des Industriestandorts diskutieren. Mit dem Bundeskanzler, mit Ministerinnen und Ministern der Bundesregierung, mit Vertreterinnen und Vertretern der Parteien und mit Ihnen allen, meine Damen und Herren. Danken möchte ich schon am Anfang Deloitte und Herrn Krug. Ohne Sie wäre diese Veranstaltung nicht möglich. Und ich sage auch heute nochmal, das ist eine echte Partnerschaft mit den Leuten, über die wir uns immer wieder freuen. Herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, mit seinem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Präsident Putin den Minimalkonsens der zivilisierten Welt verlassen. Nicht nur wegen des Primats der Politik, sondern aus großer eigener Überzeugung unterstützt die deutsche Industrie den Russlandkurs der Bundesregierung und die internationale Sanktionspolitik. Das Völkerrecht und die territoriale Unversehrtheit sind für uns nicht verhandelbar und deshalb gilt der Ukraine unsere Solidarität. Der BDI und etliche tausend Unternehmen sind Teil der Initiative Wirtschaft hilft. Viele von Ihnen, meine Damen und Herren, engagieren sich in Ihrem Betrieb für Wirtschaft hilft. Sie bieten Arbeits- und Ausbildungsplätze für Geflüchtete. Sie helfen mit Geld, Sachspenden, Rat und Tat. Sie bieten Sprachkurse an und fördern die Integration. Das ist gelebte Solidarität, die Sie persönlich und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort leisten. Herzlichen Dank dafür. Wir alle müssen unser Weltbild korrigieren. Wir dachten, Grenzen gewaltsam verschieben zu wollen, das sei, naja, zumindest für Europa ein für alle Mal vorbei. Heute wissen wir, dieses Vertrauen in Vernunft und zivilisatorischen Fortschritt war eine Illusion. Die viel zitierte Friedensdividende war Wunschdenken. Abhängigkeiten als Preis für Kostenvorteile und Skaleneffekte zu akzeptieren, das war, wie wir heute wissen, genauso falsch wie der Verzicht unseres Landes auf eigene hinreichende Investitionen in Verteidigungsfähigkeit. Wir haben uns die Feuerwehr gespart, weil wir das Brandrisiko für vernachlässigbar gehalten haben. Und jetzt brennt es lichterloh. Die Situation lenkt unseren Blick auch auf die geopolitische Ordnung insgesamt, auf das Machtverhältnis von Autokratien und liberalen Demokratien und auf die Brüchigkeit des zivilisatorischen Miteinanders in der Staatengemeinschaft.
Selbstverständlich können fairer Handel und Investitionen Positives in anderen Ländern und Gesellschaften bewirken. Und dafür haben wir wirklich gute Beispiele. Aber dass sich dadurch politische und gesellschaftliche Ordnungen ändern, das ist eben kein Automatismus. In autokratischen Regimen geschieht genau so viel Wandel, wie die Autokraten zulassen. Und die lassen sich oft nicht von Handel beeinflussen. Zuvorderst ist es Aufgabe der Politik, mit außenpolitischen Instrumenten auf autokratische Systeme einzuwirken. Aber auch Unternehmen haben die Pflicht, in einem eigenen Verantwortungsbereich rote Linien zu definieren. Dass das stets eine Gratwanderung ist, war uns vermutlich nie so bewusst wie heute. Der Krieg ist für die Weltwirtschaft ein Schock. Nach der Pandemie der zweite in unmittelbarer Abfolge. Hohe Rohstoffpreise heizen die Inflation an. Das spüren die Bürgerinnen und Bürger. Vor allem leiden darunter diejenigen, die sich wenig leisten können. Es spüren aber auch viele Unternehmen. Deshalb waren die Entlastungspakete im Großen und Ganzen richtig. Aber sie sind, wie wir wissen, keine dauerhafte Lösung. Corona, Krieg, Inflation, trübe Konjunkturaussichten, all das ist Gift für Investitionsentscheidungen. Noch sind die Auftragsbücher der Investitionsgüterindustrie gut gefüllt. Auch weil sich Produktionsstaus aus gestörten Lieferketten nur langsam auflösen. Aber wenn das Vertrauen nach vorne, wenn ich Optimist ist, der ist in der Leitung eines Unternehmens fehl am Platz. Wir trauen uns zu, die Veränderung zu gestalten. Gestalten, das ist der Auftrag der Wählerinnen und Wähler an Sie, sehr geehrter Bundeskanzler, und Ihre Regierung. Genauso wie der Auftrag der Kundinnen und Kunden, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Investorinnen und Investoren an uns in den Unternehmen. Industrieland, Exportland, Innovationsland. So beschreiben wir gern die essentielle Basis unseres Wohlstands. Alle drei Elemente müssen wir ausbauen und schützen. Resilienz hat gute Chancen, das Wort des Jahres 2022 zu werden. Nicht als Modewort, sondern als neu verstandener Imperativ. Resilienz gegenüber unberechenbaren Systemwettbewerbern. Das zu stärken heißt, uns gegen machtpolitische Erpressung und Einschüchterung zu rüsten. Im Umgang mit anderen Ländern müssen wir drei Ebenen unterscheiden. Erstens gibt es existenzielle Themen für die gesamte Menschheit. Allen voran den Klimawandel, dazu den Kampf gegen Hunger und Pandemien, bei denen die Weltgemeinschaft über alle Systemgrenzen zusammenarbeiten muss, zur Zusammenarbeit gezwungen ist. Und zwar alle Länder, ohne Ausnahmen. Zweitens gibt es Rivalität der Systeme, Autokratie gegen Demokratie. Das zeigt sich an Checks and Balances versus absolutistischer Herrschaft, genauso wie an anderen fundamentalen Systemunterschieden, auch und gerade an dem Umgang mit Freiheit, Selbstbestimmung und Menschenrechten. Wir reden einer Blockbildung in der Welt nicht das Wort. Aber wir müssen mit Realitäten umgehen, meine Damen und Herren. Und weil wir aus der jüngsten Vergangenheit gelernt haben, gilt es, einseitige Abhängigkeiten zu vermeiden. Bei Rohstoffen durch eine viel breitere Diversifikation unserer Bezugsquellen, durch Substitution und durch das Ausschöpfen der Potenziale von Recycling und Kreislaufwirtschaft. Durch den Ausbau essentieller Entwicklungs- und Produktionskompetenzen wie der Halbleitertechnologie auf unserem Kontinent. Durch die Diversifizierung unserer Absatzmärkte, also breiter aufstellen. Drittens ist klassischer Wettbewerb unsere Formel für den Erfolg in der Welt. Innovationsvorsprung, Technologieführerschaft und Wettbewerbsstärke. Damit müssen die demokratisch verfassten Industrieländer rund um den Globus den Systemwettbewerb ein attraktives Angebot entgegenstellen. Das war unsere Schlussfolgerung aus dem Treffen der B7 gestern. Aber Achtung! Dabei ist der Schiedsrichter immer der Kunde. Der entscheidet, welches Angebot attraktiv und wettbewerbsfähig ist. Egal, ob er Konsument ist oder der Abnehmer von Investitionsgütern oder die Regierung eines Landes, wenn es um Infrastrukturleistungen geht. Auch deshalb muss Deutschland mehr Fortschritt wagen, wie es ja über dem Koalitionsvertrag der Regierung steht.
Industriepolitik gehört in den Mittelpunkt, um durch überzeugende Innovationen im globalen Wettbewerb zu bestehen. Denn daraus resultiert wirtschaftliche Stärke. Und die ist Voraussetzung auch für Sicherheit, gesellschaftliche Stabilität und Teilhabe aller. So. Deshalb, meine Damen und Herren, brauchen wir in der Standort der Energie- und Klimapolitik ebenso wie in der gesamten digitalen Transformation rasche, entschlossene Entscheidungen. Nicht, obwohl wir schon wieder in einer akuten Krise stecken, sondern gerade weil unsere Wirtschaft in der neuen Geoökonomie widerstandsfähiger und wettbewerbsfähiger sein muss. Ja, es braucht den Staat als Befähiger, aber nicht in den Leitständen marktwirtschaftlicher Prozesse. Und ja, es gibt in der akuten Krisensituation Aufgaben, die aktivere staatliche Steuerung verlangen. Aber das darf nicht der allgemeine Kurs der Wirtschaftspolitik werden. Wir müssen, meine Damen und Herren, nicht noch einmal beweisen, dass Planwirtschaft nicht erfolgreich ist. Deshalb brauchen wir. Deshalb brauchen wir den ordnungspolitischen, nein, ich würde sagen, den gesellschaftlichen Konsens, dass Eigentum, Eigenverantwortung und unternehmerische Freiheit zentrale Elemente der sozialen Marktwirtschaft sind und bleiben müssen. Meine Damen und Herren, hohe Energiepreise, hohe Steuern und eine analoge, oft umständliche und langsame Verwaltung in Deutschland, die schrecken Investoren ab und verspielen damit Wachstumschancen. Dabei muss gerade jetzt ein Investitionsturbo einsetzen. Dauerhafte Unterstützung für Innovation, inhaltlich genauso wie regulatorisch und finanziell, aber auch einfache Dinge wie verbesserte Abschreibungen, das sind Bausteine für dringende Investitionen, auch in Klimaschutz, auch in Digitalisierung, auch in Gesundheitstechnologie. Einen Zukunftsaspekt möchte ich besonders betonen. Versorgungssicherheit. Versorgungssicherheit für Energie, Rohstoffe und Basistechnologien. Das ist unsere Achillesferse. Und die Langsamkeit der Vergangenheit trifft uns jetzt doppelt. Beim Klimaschutz und bei der Entkopplung von Energieträgern aus Russland. Die Energiewende muss deshalb beschleunigt und neu justiert werden. Und manche Brücken, die werden deutlich teurer werden und sollten deshalb auch kürzer sein. Kurzfristig müssen wir die Prioritäten neu ordnen. Und das hat die Bundesregierung in den letzten Tagen auch so getan. Jetzt Vorrang für das Füllen der Gasspeicher. Kein Gas mehr verstromen. Jetzt mehr Strom aus Kohle, damit wir im Winter volle Gasspeicher haben. Viel schneller als bisher den Ausbau von Wind- und Solaranlagen und den, der sie mit den Verbrauchern verbindenden Stromtrassen umsetzen. Jetzt neue Bezugsquellen sichern, wie das die Bundesregierung im Verbund mit den Energieversorgern energisch tut. Jetzt die Infrastruktur für Flüssiggas ausbauen. Schnell und gleichzeitig zukunftssicher, weil vorbereitet für die Wasserstoffwirtschaft, um akute Versorgungsnot abzuwenden und langfristig sowieso erforderliche Investitionen jetzt zügig anzugehen. Meine Damen und Herren, es hilft nicht, Klimaschutz durch immer weiter verschärfte Zielvorgaben beschleunigen zu wollen. Es ist falsch, die Transformation durch verordnete Innovationen gestalten zu wollen. Und es ist einfach anmaßend zu glauben, man müsste heute welche Technologien in 13 oder 20 Jahren angemessen sind. Wirkungsvoller Klimaschutz basiert auf einem technologieoffenen Innovationsumfeld. Die jüngsten Positionierungen des Europäischen Parlaments halten wir gerade heraus für falsch und kontraproduktiv. Und Herr Bundeskanzler, entsprechend groß sind unsere Erwartungen an die Bundesregierung und an das Treffen des Europäischen Rates in der nächsten Woche. Als Innovationsland brauchen wir nicht mehr Staat, sondern einen modernen, digitalen, effizienten Staat und ein produktives Zusammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, von der Grundlagenforschung bis zu wettbewerbsfähigen Lösungen. Und nochmal, der Schiedsrichter dafür
ist der Kunde. Was es nicht braucht, was es überhaupt nicht braucht, ist mehr Bürokratie. Und deshalb ist die Regel One in, Two out richtig und wichtig. Aber in der Praxis sehen wir davon nichts. Nicht nur wenig, nichts. Meine Damen und Herren, Innovationsstärke, Technologieführerschaft und Geschwindigkeit sind nicht nur Voraussetzungen dafür, Innovationen erfolgreich zu skalieren und das Motto Scaling the New des heutigen TDI wahr werden zu lassen. Sie sind auch die Voraussetzung für strategische Souveränität und eine starke Rolle Deutschlands und Europas in einer multipolaren und multilateralen Welt. Wir wissen, mit China bewegen wir uns zwischen Partnerschaft, Wettbewerb und Rivalität. Aktuell hat die Rivalität deutlich zugenommen und partnerschaftliche Kooperation wird derzeit kaum in einem Bereich praktiziert. Gegeneinander stehende Blöcke widersprechen unserer Vorstellung von der Welt. Aber eins ist auch klar, wenn wir in eine Blockbildung gezwungen werden, dann ist die Haltung der deutschen Industrie glasklar. Wir sind fest im transatlantischen Bündnis verortet. Es gibt für uns keine Äquidistanz im Verhältnis der Europäischen Union zu den USA und zu China. Als demokratische Marktwirtschaften haben wir die Chance zum Schulterschluss. Zum Beispiel zum Setzen von Standards in strategischen Technologiefeldern. Auch darin waren sich gestern auf dem Business Seven-Treffen der großen Industrieländer alle Wirtschaftsvertreter einig. Und auch hier hoffen wir auf entsprechende Signale vom G7-Gipfel in Elmau Ende dieser Woche. Dabei grenzt unser Schulterschluss nicht aus, sondern er lädt ein, er lädt andere zum Mitmachen ein. Kein Wirtschaftsstandort, kein Unternehmen kann sich moralischen Rigorismus und den Luxus leisten, sich nur Partner auszusuchen, die dasselbe Wertefundament punktgenau teilen und dieses auch noch vorbildlich implementiert haben. Wir wünschen uns, dass die Europäische Union offen für Kooperationen und den Ausbau der Handelsbeziehungen bleibt. Ja, werteorientiert, aber pragmatisch. Meine Damen und Herren, Scaling the New, das ist die Erfolgsbasis der deutschen Industrie in der Welt und damit auch die Basis dafür, wie wir in unserem Land leben können. Unser heutiger Erfolg basiert auf den Innovationen von gestern. Die Innovationen von morgen hängen von den Weichenstellungen ab, die wir heute treffen. Und zugleich entscheidet ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Industriepolitik über unsere Erfolgsperspektive im Systemwettbewerb. Sie ist Teil ganzheitlicher Sicherheit und Voraussetzung für die Überwindung der Krisen unserer Zeit, die wir kennen und die vielleicht noch auf uns zukommen. Aktuell sind wir im Krisenmodus, im ganzen Land und auch in den Unternehmen natürlich. Das erfordert von Politik und Wirtschaft mehr als in normalen Zeiten wechselseitiges Zuhören, intensives Beraten und entschlossenes Handeln. Und so bedrückend die Umstände sind, dass dies derzeit gelingt, verdient Dank und Respekt an die Interesse der Bundesregierung. Das ist wirklich ermutigend. Herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, ja, wir sind ernüchtert, welch zerstörerische Kraft ein Machthaber entfalten kann, der das Recht des Stärkeren für sich beansprucht. Aber nein, unterkriegen lassen wir uns davon nicht. Wir halten dagegen. Mit der Herrschaft des Rechts, der Effizienz des Marktes, der Leistungsstärke und Innovationsdynamik unserer Unternehmen, der Kreativität und Kraft unserer freiheitlichen Gesellschaft und der Einigkeit der freien Welt. Und deswegen endet meine Rede auch nicht in Ernüchterung, sondern genauso, wie es am Anfang stand, mit unternehmerischer Zuversicht. Ganz herzlichen Dank. Lieber Bundeskanzler, it's your turn now. Wir freuen uns, dass Sie zu uns gekommen sind und wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Siegfried Russwurm, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie mit seiner Auftaktrede kann man nicht sagen. Es gab ja schon Friedrich Merz Rede, die haben wir Ihnen ja in Teilen schon gezeigt. Und jetzt
also der Bundeskanzler Olaf Scholz mit seiner Ansprache an die Industrie. Sehr geehrter Herr Rußwurm, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die erneute Einladung zum Tag der Industrie. Die eine oder der andere von Ihnen erinnert sich ja womöglich noch, ich war im vorigen Jahr hier bei Ihnen. Der Termin war mir seinerzeit sehr wichtig, weil ich ein besonders dringliches Anliegen hatte. Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle gesagt, unser Land steht vor einer historischen Veränderung. Wir brauchen in Deutschland eine Politik des Machens, eine Kultur der pragmatischen Entscheidung und der Durchsetzung. Heute stehe ich wieder hier vor Ihnen und meine Sätze aus dem vorigen Jahr haben nichts, aber auch gar nichts von ihrer Bedeutung verloren. Ganz im Gegenteil. Seit dem 24. Februar dieses Jahres gelten sie sogar noch mehr und noch dringlicher. Russlands unerbittlicher Angriffskrieg gegen die Ukraine ist ein fundamentaler Schlag gegen die europäische Friedensordnung und ein eklatanter Bruch des internationalen Völkerrechts. Das bedeutet einen epochalen Umbruch in Europa und der Welt, eine Zeitenwende für uns alle. Besonders groß ist die Besorgnis in den unmittelbaren Anrainerstaaten Russlands, auch bei unseren baltischen Partnern. Deshalb hatte ich mich sehr darauf gefreut, als Ehrengast heute mit Ihnen die litauische Premierministerin Ingrida Šimonaitė begrüßen zu können. Leider kann sie heute nicht hier sein. Von hier aus und sicherlich auch in Ihrer aller Namen alles Gute und gute Besserung, liebe Ingrida. Es ist erst 2 Wochen her, dass ich mich mit Frau Šimonaitė und den Premierministern von Estland und Lettland in Vilnius getroffen habe. In diesen Zeiten ist es mir wichtig, dass eines ganz klar wird. Deutschland steht eng an der Seite Litauens und aller unserer östlichen Alliierten. Dabei belassen wir es nicht bei Worten. Unmittelbar nach Kriegsbeginn haben wir nicht nur die Präsenz der Bundeswehr in Litauen verstärkt, sondern auch die Einsätze unserer Marine und Luftwaffe im Ostseeraum. Und ich habe unseren Freunden in Litauen zugesagt, Deutschland wird eine robuste Bundeswehrbrigade führen, die auch vor Ort in Litauen präsent ist und im Krisenfall unverzüglich mit Kräften aus Deutschland verstärkt wird. Das ist gelebte Solidarität unter Freunden und Verbündeten. In diesem Geist werden wir in den nächsten Tagen zu den Gipfeltreffen der Europäischen Union, der G7 und der NATO reisen. Jetzt ist die Zeit, in der sich weltweit alle unterhaken müssen, die Demokratie und Freiheit, Menschenrechte und liberale Gesellschaft verteidigen. Deshalb unterstützt die Bundesregierung auch mit allem Nachdruck die NATO-Beitrittsanträge von Schweden und Finnland. Der Beitritt dieser beiden engen Freunde und EU-Partner zur NATO liegt auch in unserem Interesse. Er stärkt die NATO, er stärkt den europäischen Pfeiler in der NATO und er stärkt die Sicherheit und Stabilität im euroatlantischen Raum. Für die baltischen Staaten in unmittelbarer Nachbarschaft zu Schweden und Finnland gilt das besonders. Meine Damen und Herren, klar ist, Europa und die westlichen Demokratien insgesamt nehmen den gewaltsamen Angriff auf die Ukraine nicht hin. Die Ukraine muss sich gegen diesen Überfall zur Wehr setzen können. Deshalb leisten wir der Ukraine sehr umfangreiche finanzielle und humanitäre Unterstützung. Deshalb liefern wir der Ukraine Waffen, viele davon übrigens auch dank der engen Zusammenarbeit mit deutschen Rüstungsfirmen. Und deshalb arbeiten wir gegen Russland mit beispielslos harten Sanktionen, die wirken. Ja, diese Sanktionen schmerzen auch uns selbst. Sie schmerzen unsere Unternehmen. Aber sie sind richtig. Freiheit hat ihren Preis, Demokratie hat ihren Preis, Solidarität mit Freunden und Partnern hat ihren Preis. Und diesen Preis sind wir bereit zu zahlen. Und darum danke ich dem BDI, der deutschen Industrie und der deutschen Wirtschaft insgesamt dafür, dass sie diesen Kurs von Anfang an unterstützt haben. Schönen Dank dafür. Wie Sie wissen, war ich in der vergangenen Woche gemeinsam mit Präsident Macron, Premierminister Draghi und Präsident Johannes in Kiew zu Gast. Dort habe ich mir im Vorort Irpin einen eigenen Eindruck von der sinnlosen Zerstörung und Vernichtung verschafft, die mit der das russische Militär die Ukraine überzieht. Die Bilder des Grauens, die ich dort gesehen habe, werde ich nicht vergessen. Zwei Dinge
sind für mich seit dieser Reise klarer denn je. Erstens, die Ukraine gehört zu uns, sie gehört zur europäischen Familie. Ein Meilenstein auf diesem voraussetzungsvollen europäischen Weg ist der Status eines Beitrittskandidaten. Darüber beraten die Mitgliedstaaten der EU in den nächsten Tagen. Deutschland ist für eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine und ich werde mich beim Europäischen Rat für eine einheitliche Haltung stark machen. Ganz klar ist zweitens, wir werden die Ukraine weiter unterstützen, auch weiter mit Waffen, und zwar so lange, wie die Ukraine unsere Unterstützung benötigt. Meine Damen und Herren, vor einem Jahr habe ich hier ein Bekenntnis zum Industriestandort Deutschland abgelegt. Dieses Bekenntnis möchte ich heute ausdrücklich bekräftigen. Vor uns liegt eine große Transformation. Und es bleibt dabei. Ich will, dass die deutsche Industrie aus diesem Wandel nicht geschwächt hervorgeht, sondern gestärkt. Ich will, dass es in Deutschland zukünftig nicht weniger industrielle Arbeitsplätze gibt, sondern mehr. Deutschland soll im 21. Jahrhundert klimaneutral werden und dabei zugleich ein international wettbewerbsfähiges Industrieland bleiben. Das ist das Ziel und dieses Ziel rechtfertigt die allergrößten Anstrengungen. Nicht nur die Folgen des russischen Angriffskrieges bringen die deutsche Industrie gegenwärtig in schwieriges Fahrwasser. Die internationalen Lieferketten sind oft noch durch die Pandemie gestört. Steigende Preise für Rohstoffe, Waren und Vorprodukte machen den meisten Industrieunternehmen in Deutschland zu schaffen. Besonders heftig ist die Industrie von den stark gestiegenen Preisen für Energie betroffen. Im Mai lagen sie fast 40% über dem Vorkrisenniveau. Aber auch die Verbraucher in Deutschland spüren die starken Preissteigerungen. Wichtig ist, dass die externen Schocks zu keiner dauerhaften Inflationsspirale führen. Genau daran muss uns jetzt gelegen sein, und zwar allen Verantwortlichen gemeinsam. Deshalb habe ich Gewerkschaften, Wirtschaft und Politik zur konzertierten Aktion ins Bundeskanzleramt eingeladen. Der Auftakt findet am 4. Juli statt. Konzertierte Aktion, der Begriff steht für die Einsicht, dass sich schwierige Probleme im Miteinander besser lösen lassen als im Gegeneinander. Das ist ein gutes Markenzeichen unseres Landes. Als gesellschaftlichen Tisch der Vernunft bezeichnete einst Karl Schiller die erste konzertierte Aktion. Und an genau diesen gesellschaftlichen Tisch der Vernunft werden wir uns deshalb jetzt auch wieder setzen. Aus demselben Grund habe ich übrigens auch eine Allianz für Transformationen etabliert. Das wird ein zentraler Ort des Austauschs, der Ideen und der Positionen, an dem sich die Bundesregierung mit Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden zu allen wichtigen Fragen der Transformation berät. Weil wir uns fortlaufend verständigen müssen, wie wir in den Stromschnellen der Transformation den richtigen Kurs finden, um unsere Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand neu zu fundieren. Die Auftaktveranstaltung der Allianz war am 14. Juni. Und die Diskussion zur Energiewende dort habe ich als sehr, sehr, sehr ermutigend empfunden. Alle Teilnehmer haben sich dazu bekannt. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, damit die Energiewende gelingt. Und es versteht sich von selbst. Sowohl bei der konzertierten Aktion als auch bei der Allianz für Transformation kommt es auch auf den Beitrag der deutschen Industrie an. Als ich im letzten Jahr hier bei Ihnen war, habe ich darauf gedrängt, dass wir in Deutschland auf allen Ebenen schneller und mutiger werden müssen, dass wir Klartext reden müssen und dass wir nicht länger warten dürfen. Vor allem aber habe ich Ihnen für den Fall meiner Kanzlerschaft 4 ganz konkrete Zusagen gegeben. Heute bin ich hier, um Ihnen zu sagen, diese 4 konkreten Zusagen gelten. Die erste lautete, wir werden die erneuerbaren Energien entschlossen ausbauen. Genau das tun wir seit unserem Amtsantritt vor 6 Monaten. Mit dem sogenannten Osterpaket hat die Bundesregierung die größte energiepolitische Gesetzesnovelle seit Jahrzehnten vorgelegt. Das Osterpaket hat wichtige Grundlagen geschaffen für den beschleunigten Ausbau der Photovoltaik, auch für die Windkraft zu See und an Land. Das Erneuerbare Energiengesetz haben wir reformiert und zentrale Weichen gestellt, um die Energiewende viel konsequenter voranzutreiben als bisher. Erst vorige Woche
haben wir im Kabinett die Weichen dafür gestellt, in Zukunft 2% unserer Landfläche für Windkraft zu nutzen. Als Grundsatz gilt, die Nutzung erneuerbarer Energien liegt jetzt im überragenden öffentlichen Interesse und sie dient der öffentlichen Sicherheit. Das Ziel dabei ist klar. Schon 2030 sollen 80% unseres Strombedarfs und 50% der Wärme aus erneuerbaren Quellen gedeckt sein. Damit wird unser Land Schritt für Schritt unabhängig von fossilen Energieträgern und schwankenden Energiepreisen. Für Deutschland insgesamt bedeutet das mehr Energiesicherheit und mehr Energiesouveränität. Für Deutschlands Industrie bedeutet es größere Planungssicherheit und zumindest perspektivisch günstigere Energiepreise. Meine zweite konkrete Ansage vor einem Jahr: Wir schaffen die EEG-Umlage ab. Auch das haben wir getan. Das Ende der EEG-Umlage war eine der ersten Maßnahmen der von mir geführten Bundesregierung überhaupt. Zum 1. Juli wird sie abgeschafft. Tja, hohe Strompreise, das waren 25 Milliarden, nur mal so. Ne? Also. Noch ist es nicht in Kraft, Sie sollten sich also noch ein bisschen freuen. So, hohe Strompreise sind nicht nur ein Bremsklotz für den Ausstieg aus fossilen Energiequellen. Sie sind nicht nur ein großes sozialpolitisches Problem, sondern hohe Strompreise belasten auch unsere Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Strompreise zu senken, das ist deshalb das Gebot der Stunde. Schon heute ist der erneuerbare Strom der günstigste Strom. Und je besser wir vorankommen unter Ihrem Motto Scaling the New, desto günstiger werden die Erneuerbaren in Zukunft. Das ist der richtige Weg und diesen Weg müssen wir weiter gemeinsam gehen. Meine dritte Zusage hieß beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren. Auch diese Zusage halten wir ein. Das Ziel ist glasklar. Wir müssen die Dauer der Planungs- und Genehmigungsverfahren in unserem Land mindestens halbieren. Klar, da kommen dann viele, die erklären einem ganz detailliert, warum das nicht geht. Andere haben das allergrößte Interesse daran, dass alles so bleibt, wie es ist. All die vielen Lobbyisten, die Bedenkenträger, die Vertreter des Status quo. Und alle haben sie ihre Gründe. Nur eines gerät dabei aus dem Blick, das Wichtigste überhaupt, die Zukunft unseres Landes. Und deshalb, wir werden uns den Schneid nicht abkaufen lassen. Wir haben schlicht keine Zeit mehr, um Dinge auf die lange Bank zu schieben. Darum ist 2022 das Jahr der Entscheidung. Die Bundesregierung wird schon in den kommenden Monaten bis Jahresende die Beschlüsse fassen, die wir brauchen, um die Zeit für Planungs- und Genehmigungsverfahren drastisch zu verkürzen. Und eine vierte Zusage habe ich Ihnen vor einem Jahr gegeben. Wir etablieren einen internationalen Klimaclub. Auch diese Zusage gilt. Auch dieses Vorhaben verfolgt die Bundesregierung mit großem Nachdruck. Schon in wenigen Tagen werde ich als Gastgeber beim G7-Gipfel in Elmau den Startschuss für einen offenen und kooperativen internationalen Klimaclub geben. Und ich will hier auch noch einmal sagen, warum uns das so wichtig ist, auch mir persönlich. Erstens, wenn wir international keinen gemeinsamen Rahmen für den Klimaschutz schaffen, dann droht uns ein weltweiter Flickenteppich aus Zöllen und Einfuhrabgaben, aus strengen und weniger strengen Regeln. Das wollen wir nicht. Und deshalb schaffen wir für alle Mitglieder des Klimaclubs ein Level Playing Field mit vergleichbaren Standards. Und zweitens, es reicht eben nicht, wenn nur wir und ein paar andere beim Klimaschutz ambitioniert vorangehen. Das alleine würde die Klimakrise ja nicht beenden. Wir müssen auch dafür sorgen, dass Unternehmen oder ganze Branchen nicht in Länder mit laxerem Klimaschutz ausweichen. Stichwort Carbon Leakage. Dem Klimaschutz und unserer Wirtschaft ist letztlich nur dann gedient, wenn weltweit immer mehr Staaten konkrete Vorteile darin sehen, wenn auch sie selbst den Weg Richtung Klimaneutralität einschlagen. Ohne die wichtigen aufstrebenden Mächte in Asien, Afrika und Lateinamerika kommen wir also nicht voran. Auch deshalb habe ich Vertreter dieser Weltregion, meine Kollegen aus Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien zum G7-Gipfel Ende der Woche in Elmau eingeladen.
Diese Staaten und Regionen werden wirtschaftlich und demografisch immer wichtiger und fordern darum auch immer mehr politische Mitsprache ein. Ohne sie werden wir in der multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts kein einziges globales Problem mehr erfolgreich lösen. Deshalb wollen wir auch Sie und vielen anderen aufstrebenden Staaten vom Sinn und Nutzen eines Klimaclubs überzeugen. Der BDI und die anderen beteiligten Verbände unterstützen diese Idee und haben das gestern bei der Übergabe des Business 7 Communiqués zum Ausdruck gebracht. Dafür herzlichen Dank. Sie sehen, wir haben die Ärmel aufgekrempelt. Unsere Zusagen halten wir ein und Deutschland nimmt wieder Fahrt auf. Aber wir fangen gerade erst an. Es geht gerade erst los. Vor uns liegen große Umbrüche, wie wir sie so geballt zu unseren eigenen Lebzeiten noch nicht erlebt haben. Klima, Energiewende, Digitalisierung, die Pandemie, jetzt Putins mörderischer Krieg mit all seinen Folgen für Welthandel, Welternährung und globale Stabilität. Die Zeitenwende hat viele Facetten. Wir bewegen uns in unkartiertem Gelände. Aber wir haben einen klaren Kompass. Vor allem aber, wir sind nicht allein unterwegs. International stehen wir enger denn je zusammen mit unseren Partnern und Freunden in der EU, in der NATO und den G7. National ziehen wir an einem Strang, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Und zwar bei allen Interessenunterschieden am Ende in dieselbe Richtung. Das ist gut so. Schönen Dank. Ja, soweit also die Reden von BDI-Präsident Russwurm und Bundeskanzler Scholz auf dem Tag der deutschen Industrie in Berlin. Sie haben es eben gehört, liebe Zuschauer. Russwurm hat ja wie erwartet ein ziemlich düsteres Bild gezeichnet und ganz klare Forderungen an den Bundeskanzler gerichtet, jetzt den, wie er sagte, Investitionsturbo zu zünden und mehr Fortschritt zu wagen. Dafür seien rasche und auch entschlossene Entscheidungen im Sinne der Wirtschaft gefragt. Das war dann natürlich ein ganz klarer Seitenhieb auf das zuletzt ja kritisierte zögerliche Handeln des Kanzlers. Der Bundeskanzler selbst, der blieb eher vage in seinen Zusagen, hat stattdessen bereits gemachte Zusagen wiederholt und er werde alles tun, damit die deutsche Industrie gestärkt aus dieser Krise hervorgehen kann.